Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin zu der Bibel, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier zu einem neuen OMSI 2 Video. Heute ist wieder ein neues DLC erschienen und das wollen wir uns heute hier mal anschauen. Und zwar handelt es sich hier um den Masterlight V1, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich schaue mal ganz kurz nach. Das ist, ich scrolle. Genau, Masterlight V1 von Masterbus. Das Ganze kommt von Master Switch und wird ganz published von Aerosoft. Kostet 14,99 €, ist natürlich auf Steam erhältlich und im Aerosoft Shop. Da könnt ihr euch das Ganze kaufen. Ich denke mal, früher oder später wird das Ganze dann auch auf Games Planet wieder dabei sein und ja, um die 10% günstiger sein. Wir haben also des Weiteren einen weiteren englischen Bus, den wir jetzt hier kaufen können. Ist natürlich ein zweites Add-on, welches natürlich schon einiger Zeit bekannt war. Denn man hat diesen Bus schon auf den anderen, auf diesem Gemini-Bus-Paket, konnte man den schon auf Bildern sehen. Und ja, da hat man sich jetzt gedacht, statt das Ganze in einen zu packen, ja, warum nicht, kann man ja beide separat verkaufen und insgesamt 30 € dafür einnehmen. Ist natürlich eine Sache, kann man mal machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fährt er sich, was macht er, und das wollen wir uns, wie gesagt, heute mal anschauen. Ich habe auch mal währenddessen, weil oft mal gefragt wird, ja, wir hören keinen Ton so wirklich, ich habe den Ton jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, sollte das jetzt natürlich wieder zu laut sein, dann bitte wieder in die Kommentare schreiben, dass das wieder zu laut ist, dann muss ich das Ganze dementsprechend mal ein bisschen anpassen. Aber gut, schauen wir uns mal den Masterlight V1 an, das ist er. Wir hatten ja den Master, den Gemini, das war ja ein Doppelstockbus, also mit zwei Etagen. Jetzt haben wir hier einen ganz normalen Solobus, vorne eine Tür, hinten keine Tür, und sonst sehen wir hier wieder mal ein extrem hübsches Modell. Also man muss sagen, Master Switch macht hier auf jeden Fall großartige Arbeit. Die Busse sehen wirklich fantastisch aus. Für 15 € ist natürlich nicht nur dieser eine Bus enthalten, sondern ihr habt wieder mal, auch wie bei dem Gemini-Bus-Paket, mehrere. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ihr habt bestimmt 20 verschiedene Busse, die ihr dementsprechend auswählen könnt mit anderen Funktionen, andere Kasse, anderes Dashboard, andere Innenräume und so weiter und so fort. Also da habt ihr eine größere Auswahl, die ihr dementsprechend hier noch so ein bisschen machen könnt. Sonst schauen wir uns mal den Bus von innen an. Sehen wir natürlich, also es ist wirklich hochwertige Arbeit. Es ist nicht einfach nur so ein hingeklatschter DLC oder sowas, sondern man hat sich hier rangesetzt und ja, man sieht eigentlich, wie hübsch das ganze Busmodell eigentlich aussieht. Es gibt natürlich auch wieder zig Repaints und so weiter. Also das ist schon eine relativ coole Sache. Das finde ich hier auch ganz nett hier. Ja, ist so ein bisschen Werbung vom Brexit. Und sonst haben wir hier nochmal so eine kleine Halfter, also so eine kleinen Gimmicks sind halt auch mit drin. Und was man sagen muss, ja, es ist nicht überall irgendwelche Logos von Masterbus zu sehen. Das ist hier einfach ein schönes Modell. Wie gesagt, eine Tür vorne ist wohl in London so üblich, dass das Ganze dementsprechend nur mit einer Tür irgendwie abgedichtet wird. Hier scheint es ein Notausstieg zu sein. Das ist ja auch cool. Ja, sonst sehen wir hier oben, Door Open, Door Closed. Wir können sogar, okay, die Rampe benutzen. Da haben wir sogar noch eine Anleitung, wie das Ganze dementsprechend funktionieren soll. Und wenn wir uns jetzt mal hier auf unseren Dashboard setzen, sehen wir jetzt hier zumindest schon mal so ein wenig, wie das Ganze aussieht. Relativ aufgeräumt. Das ist mal, ja, eigentlich ein schönes Dashboard. Ist auf jeden Fall mal anders. Sind heute übrigens auf der Karte Kettlefield wieder unterwegs, oder wie die heißt. Auf der Linie 15, Ramford Park and Ride. Und da fahren wir dann Richtung Hummingbird Park? Das ist falsch. Wir sind am Humming. Das Bio macht wieder hier nur Quatsch. Das ist voll falsch. So, 15. Weil wir stehen ja schon am Hummingbird Park. So. Ich glaube, das passt besser, oder? Genau, weil wir stehen ja hier schon am Hummingbird. Erstmal wieder alles falsch gemacht hier. So, ja, sonst sehen wir wieder alles aufgeräumt. Die Währung, die klassische Login. Wie gesagt, das ist zum Beispiel eine der Kassen, die man hier zur Auswahl hat. Es gibt hier wirklich verschiedene Kassen. Sonst haben wir hier noch ein Schild für Schulfahrten. Und sonst ist hier eigentlich, muss man sagen, eigentlich nichts groß Weltbewegendes. Wir haben hier oben noch einen kleinen Monitor, wo wir hier noch so reingucken können. Einen Lüfter, hier, das ist das Ganze für die Anzeige, die wir machen können. Spiegel,
Spiegel, Spiegel, Tür. Und sonst können wir das Ganze hier noch aufmachen, indem wir jetzt hier das Ganze hier erstmal ein bisschen entlocken und dann sehen wir, können wir das dementsprechend halt auch soweit aufmachen. Oh ja. So. Machen wir ganz kurz die Tür auf. Ah ja, okay, so, ja. Sehen wir, da können wir dann zum Beispiel die Rampe dann zum Beispiel noch auf und zu machen. Das ist ja auch cool mit dem Laserpointer hier. So, werden wir uns mal erstmal einloggen. 1708 und skip, Enter PIN 0417, okay. Mal sehen wir jetzt, hier haben wir hier praktisch unsere Kasse. Wie gesagt, es gibt, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sind in der Anleitung mindestens 3 Kassen abgebildet. Wie gesagt, einmal dieses Tablet hier, was wir hier haben, und dann gibt es noch 2 stationäre Kassen. Wie gesagt, Wechselgeld wird dann hier rausgenommen, aber das habe ich jetzt erstmal so ein bisschen deaktiviert, um das jetzt Ganze mal, erstmal mich uns nur auf den Bus so zu konzentrieren. So, dann können wir die Rampe wieder einklappen hier. Und dann können wir jetzt erstmal hier soweit schildern. Das Schildern geht hier oben. Dann haben wir jetzt erstmal die Route. Route haben wir jetzt hier heute die 15 und Destination ist meiner Meinung nach 2. Hey, lads, hitting those bloody heaters up. It's flipping freezing on here, mate. Cheers. So, er jammert schon rum, dass es zu kalt ist. Und dann können wir hier natürlich das Ganze dementsprechend auch nochmal einstellen. So, Klimaanlage brauchen wir jetzt aktuell nicht. So. Und so sieht es denn dementsprechend aus, wenn wir uns das von außen angucken. Ja, also ist schon nicht schlecht. Also vom Busmodell her muss ich wirklich sagen, hat mir schon das Masterbus sehr, sehr gut gefallen. Und das hier sieht auch wieder extrem gut aus. Ja, hier stimmt. Pull handle to open. Emergency action. Exit, wollte ich natürlich sagen. Ja, sonst Blinker, ne? Also auch hier, oh, aber irgendwie, ah doch, da, wollte gerade sagen, irgendwie funktioniert dieser Blinker nicht. Aber die funktionieren natürlich alle, also das ist, kann sich sehen lassen. Und sonst von innen halt, sehr aufgeräumt. Sieht man hier, ach, da oben steht nur Stopping, aber sonst sehen wir jetzt hier zum Beispiel nicht, was jetzt zum Beispiel die nächste Haltestelle ist. So weit, so gut. So, jetzt ist natürlich die Frage wieder. Ja, so wie zum Beispiel Masterbus, Mikrohybrid. Ja, ich muss jetzt noch mal ganz kurz mal. Manchmal ist das mit dem Starten des Busses nicht immer so einfach. Wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht den Bus jetzt, ihr versteht mich jetzt, das ist die Hauptsache. Dann bin ich zufrieden. So, was ist denn hier mit dem Rad jetzt? Ah, okay. So, jetzt piept hier aber irgendwas die ganze Zeit. Scheibenwischer. Also das war ja das wieder gewesen, genau. Wir mussten ja die Handbremse ziehen, damit wir die Türen auf und zu machen können. Aber apropos, ich habe was vergessen. Können wir mal noch schnell aktivieren. So, wunderschön. Ja, ich so irgendwie Performance von dem Bus würde ich fast behaupten, die ist ein bisschen sehr eigenartig tatsächlich. Immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Bild so ein bisschen hängt.
Jetzt müssen wir nur gucken. Wie sieht's aus hier? Pfeile sind an. Geht nach links weg. Ja, man sieht jetzt hier natürlich nichts. Jetzt echt überlegen jetzt. Gab es hier keine Ansagen? Da sehen wir nochmal hier Brexit. Ja, also das ist schon. Das haben sie cool gemacht auf jeden Fall. Aktuelle Thematik hier noch mit eingebaut. Ist eine relativ kurze Runde, die wir jetzt hier fahren, da es ja gleich nochmal kommt. Uiuiui. Fahr durch, fahr alle durch hier durch mich. Ja, genau. Oh. Tut da dabei ja was, ne? Ja. Gibt ja trotzdem Verkehr. So, was ist los hier? Nur steht hier einfach. Schlecht. Das ist wieder Tempo. Oh mein Gott. Oh, hello. Das zieht auf jeden Fall richtig schön ab, ey. Auch schön das Klappern von dem Bus. Hört man relativ gut tatsächlich. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Golden Vista. 31. Wir haben Verfrühung. Ja, wie gesagt, sonst können wir ja hier auch Fenster aufmachen und sowas. Ne? Also, das funktioniert natürlich hier alles in diesem Add-on. Wie gesagt, so an sich, vom Bus muss ich her sagen, finde ich ihn wirklich klasse. Ich fand ja damals, wie gesagt, auch diesen Gemini-Bus-Paket, fand ich ja auch komplett in Ordnung, weil es ja da auch genauso wie jetzt hier mit dem Masterbus jetzt hier relativ gut funktioniert halt alles. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass man das gespaltet macht im DLCs-Format. Erinnert mich so ein bisschen an Wien, ja? Dass es da auch zwei DLCs gab, obwohl es sich um ein Paket eigentlich gehandelt hätte. Somit nimmt man hier statt 15 Euro für die Busse 30 Euro ein. Das ist natürlich schon ein harter Schlag. Aber was ich jetzt hier was mir mega, mega mich nervt, ist halt einfach, wo bleibt die Strecke? Ich meine, ist ja toll, dass man sich jetzt hier ransetzt und man baut jetzt hier so richtig geile Busse.
Aber warum sollte ich mir diese Busse kaufen, wenn es keine anständigen Strecken gibt? Das ist jetzt so, das war beim ersten, habe ich nochmal drüber hinweggeguckt, so, weißt du, weil ja, da gibt es ja hier noch so diese ein oder andere Strecke, die man mal fahren kann. Aber mir persönlich ist es einfach zu wenig. Jetzt haben wir hier zwei hochwertige DLC-Busse, aber es gibt keine anständige Strecke, eine schöne Strecke, eine vollendete Strecke. Nicht eine Strecke, die jetzt umgebaut wurde, umgemoddet wurde oder sowas, sondern eine richtige Strecke. Das tatsächlich fehlt mir so ein bisschen jetzt hier in dieser ganzen Chose. Ich meine, das sind 30 Euro, die wir jetzt hier für Busse ausgeben, wenn es nicht mal eine anständige Strecke dafür gibt. Wo bleibt verdammt nochmal London? Also das ist so ein Punkt, den ich aktuell absolut nicht nachvollziehen kann. Und ich bin auch persönlich der Meinung, dass das hier Busse ursprünglich waren für das London-Addon, welches aber jetzt wohl, so wie es ausschaut, immer wieder verschoben wurde. Und man das Ganze jetzt eventuell separat sogar verkauft. Also so wirkt das für mich, weil mit London, ja, brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Jeder, der jetzt schon eine ganze Weile ja, mit Omsi sich beschäftigt, weiß, dass es irgendwie kein London geben wird. Aber genau sowas brauchst du jetzt für diese Busse. Ich persönlich würde mir, dadurch, dass ich das auch jetzt hier nur zeigen möchte und alles sowas, ja, und ich sowieso mir eigentlich alles rund um Omsi und Lotus ja kaufe, also das wird auch noch in Lotus kommen, kaufe ich mir sowieso alles. Und aber warum soll ich euch jetzt hier einen Bus schönreden, wenn es doch das Problem ist, dass es keine schöne Strecke dafür gibt? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr diese Thematik jetzt? Dann schreibt das doch mal so in die Kommentare. Würdet ihr euch jetzt dieses Addon kaufen oder sagt ihr jetzt so, nee, also so ohne Strecken macht es eigentlich relativ wenig Sinn? Und ja, versteht mich da nicht falsch. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, das sind jetzt hier so kleinere Strecken. Ja, Candlefeed, ja, gut, wie gesagt, ich glaube, da gab es schon interessante Videos von zu. Aber das kann es eigentlich alles nicht sein. Das ist jetzt, wie gesagt. Thank you for driving me today. Ja, bitte, bitte. Danke, bitte, bitte. Thank Ciao, you. Tschüss. Thank you. Und wir müssen jetzt ja nochmal weiterfahren, ne? Es geht ja nochmal eine Station weiter. Ja, also das ist so halt so. Wie gesagt, also von den Bussen her muss ich sagen, habe ich persönlich nichts dran auszusetzen. Aber warum sollte ich jetzt mir dieses Addon kaufen, wenn ich jetzt, ich sag mal jetzt nicht so ein Nerd wäre und mir sowieso alles für Omsi kaufe? Warum sollte ich das jetzt großartig empfehlen, wenn es kein richtiges, schönes Streckenhighlight gibt dafür? Also sowas wie X10 oder sowas, weißt du, das weiß halt, okay, dafür lohnt sich das Ganze zu kaufen. Chicago, stellt euch doch mal vor, es käme der Bus von Chicago raus, aber ohne diese Karte. Was würde der Bus machen? Der würde nichts untergehen. Chicago an sich ist, ja, eine relativ simple, einfache Karte. Ja, das ist jetzt nicht, auch kein absolutes Highlight, aber es macht Spaß, weil du da halt eine Karte hast, du hast das Fahrzeug da. So, jetzt haben wir hier aber wirklich zwei Busse für 30 Euro und ja, keine vernünftige Strecke. Ihr könnt das ja gerne mal so in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. So an sich, an dem Bus, habe ich persönlich natürlich nichts auszusetzen. Also das fühlt sich gut an. Soundtechnisch muss ich auch sagen, hat der richtig schönen Wumm drinne. Das klappert, das scheppert, so wie es sich für einen Bus gehört. So stelle ich mir das vor. Und von daher ist vom Bus her, meiner Meinung nach, gibt es da wirklich nichts zu meckern. So, meine persönliche Einschätzung halt hier zu den beiden Bussen, ja, weil ich das ja letzte Mal ja
doch schon ein bisschen schöner geredet habe. Aber jetzt mit dem zweiten, was auch, wie gesagt, 15 Euro kostet, jetzt euch insgesamt 30 Euro kostet, wenn ihr jetzt natürlich beide Busse besitzen wollt, ist es natürlich zu teuer. Dafür, dass es einfach keine richtig tolle Strecke halt einfach dafür gibt. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es doch unten rein. So an sich, wie gesagt, Bus okay, das abgenommen. Wie gesagt, zumal es auch echt hübsch aussieht hier alles. Das ist ja schon hoch aufgelöst halt vom Innenraum auch halt hier, sehen wir eine Zeitung. Ah, guck mal, wir müssen sogar aufräumen den Bus, weil jetzt die Leute nehmen sich eine Zeitung weg und dann lassen es irgendwie liegen. Aber hier, cool. Das ist natürlich auch mal wieder kleines Spielzeug hier, ne? Kannst du noch ein bisschen aufräumen. Kennen wir ja sonst nur aus anderen Simulatoren. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. An sich, wie gesagt, habe ich persönlich nichts an diesem Bus zu bemängeln. Wie gesagt, mich stört halt einfach der doppelte Preis, den wir hier haben. Und natürlich, das ist halt für diesen doppelten Preis, ich würde ja auch noch die 30 Euro bezahlen, wenn es eine anständige Karte geben würde. Weißt du, so ist es nicht. Ich unterstütze halt Entwickler sehr gerne. Aber wie gesagt, wenn die Strecke fehlt, warum macht es denn Sinn, solche Busse halt dementsprechend zu veröffentlichen? Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Damit verabschiede ich mich. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Abonniert, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, damit ihr nichts mehr zukünftig verpasst hier auf ÖPNV-Simulation. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann zu einem weiteren Video wiedersehen. Omsi, Lotus, alles hier auf diesem Kanal. Damit verabschiede ich mich. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.